Über 400 Triathleten haben am Sonntag die Lahn in Weilburg zum Kochen gebracht. Dass die Schwimmdistanz nach Regen aus Sicherheitsgründen um einige hundert Meter verkürzt wurde, konnte ihnen dabei nur recht sein. Denn bereits vor Beginn des Weilburg-Mans war klar, wer hier gewinnen will, muss vor allem Matthias Knossalla schlagen. Das Schwimmen ist immer so eine Sache. Ich hatte eine Schulteroperation, gehöre nicht zu den schnellsten Schwimmern. Muss schauen, wie ich da den Anschluss nicht verliere zumindest. Ein paar Minuten Rückstand sind einkalkuliert. Für mich ist es aber ein guter Test, deshalb freue ich mich sehr, dass das Schwimmen auch stattfindet, auch wenn es verkürzt ist. Für den 30-Jährigen bildete der Weilburgman den Auftakt einer Reihe von Wettkämpfen, an deren Ende der Ironman auf Mallorca stehen soll. Dass er dabei nicht als Erster aus dem Wasser steigen würde, war dem Limburger klar. Es dauerte jedoch nicht lange, bis er die Wechselzone hinter dem Führenden erreichte, den Neoprenanzug abstreifte und sich mit wenigen Minuten Rückstand auf die Jagd machte. Ja, auf der Radstrecke, da muss ich dann richtig Druck machen, da will ich nach vorne fahren. Denke auch, dass ich ganz gute Möglichkeiten habe. Für mich ist das Rennen ein Vorbereitungsrennen für die Ironman 73 in den nächsten Wochen, eine Zell am See und Ironman 73 Rügen und dann Ironman Mallorca Ende September. Deshalb versuche ich hier so wettkampfnah wie möglich das Ganze zu machen und versuche auch am Rad richtig Gas zu geben. Druck machen, Gas geben. Das tat Matthias Knossalla dann auch. Mit der Folge, dass er auf dem Rad schnell die Führung übernahm und bis zum abschließenden Halbmarathon bereits einen mehrminütigen Vorsprung herausgefahren hatte. Vollgas war zu Fuß also nicht mehr nötig. Beim Laufen, da gibt es kein Vollgas, da gibt es ein kontinuierlich hohes Tempo. Das tut vom Kilometer 1 bis Kilometer 21 weh, aber da einen Kilometer richtig alles rauszuhauen, das ist der falsche Weg. Tempo bis zum Schluss. Knossalla hielt auf der Laufstrecke seinen Vorsprung nicht nur, er baute ihn noch weiter aus. Kurz vor Ende hatte er dann auf den Zweitplatzierten ein 15-Minuten-Polster, sodass er bereits im Zieleinlauf entspannt die ersten Glückwünsche entgegennehmen konnte. Ja, also ich bin mit dem Ergebnis natürlich ganz zufrieden. Es hat so geklappt, wie es mir vorgenommen hat. Beim Schwimmen, okay, die Schwimmstrecke war ein bisschen kürzer, deshalb hatte ich weniger Rückstand, als ich vielleicht am Anfang gedacht habe. Aber gut, ich glaube, so 3,5 Minuten haben mir meine Betreuer zugerufen und am Rad habe ich von Anfang an dann Feuer gegeben. Und ja, mit dem Rad bin ich super zufrieden. Und den Marathon, da hatte ich dann einen relativ großen Vorsprung. Und dann ist es immer beruhigend, dann kann man das bequem durchlaufen. Also der Sieger ist nett an die Grenzen gegangen, oder? Doch. Ja. Beim Schwimmen ist es immer hart und Rad bin ich auch wirklich sehr hart gefahren. Und ist schön, wenn man hinten raus dann nicht das Letzte rausholen muss, weil der Berg ist auch total steil am Ende. Ja.